So, jetzt noch ein schönes kleines Online-Spiel. Auf geht's. Nein, nicht schon wieder. Leute, schwaches WLAN, das ist ein Pain in the Ass. Dagegen müssen wir was tun heute. Und ich habe auch was dagegen. Devolo Mesh WLAN 2. Heute bei mir im Test, bleibt dran und schaut euch das Video an. Ich hoffe, danach kann ich dann wieder richtig schön Mario Kart zocken. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Ihr habt es gesehen. Wer kennt es nicht? Schlechtes WLAN im Haus oder nicht überall WLAN im Haus, bei den ganzen Mobilgeräten, die wir heute haben, beim Zocken, beim Laptop, bei allem. Schlechtes WLAN begleitet uns schon seit es WLAN gibt. Und da hat mich die Firma Devolo angesprochen. Und bei Devolo habe ich sofort, war ich sofort Gewehr bei Fuß sozusagen, denn ich habe bereits Devolo-Produkte im Einsatz hier, nämlich die Powerline-Produkte, womit ich das Internet von meinem Esszimmer, wo ich jetzt gerade sitze, ins Wohnzimmer zu meinem Home Entertainment übertrage, zu meinem Sohn runter. Und die haben mich gefragt, Mensch, hast du keinen Bock auf Devolo Mesh WLAN 2 zu testen? Und da habe ich gesagt, das wollte ich schon immer mal und habe sofort zugesagt und habe gesagt, schick mir das Zeug zu, das wäre genau das Richtige für mein altes Haus hier. Denn das Problem ist ja, schwache Router, alte Router, Router von Providern, die nicht so richtige Stärke bringen. Und dann hast du halt um den Router rum ein gutes WLAN, vielleicht auch noch ein Zimmer weiter, aber wenn du in die anderen Zimmer reingehst, dann wird es schon enger und dann wird es schwächer. Und bei mir hier ist jetzt die Situation hier, dass ich unten bei meinem Sohn, beim Tim, da kommt fast kaum was an. Oben bei uns im Gäste- und Schlafzimmer ist es auch eher schlecht. Auf der Terrasse geht es auch gerade so. Und natürlich hier am Router, im Wohnzimmer, in der Küche, da geht es einigermaßen. Und da habe ich mir gedacht, das teste ich auf jeden Fall und mache euch auch ein Video darüber, denn ich denke mal, dieses Problem habe ich nicht alleine und das ist vielleicht ein ganz interessantes, eine ganz interessante Möglichkeit, WLAN in die hintersten Ecken eines Hauses zu bekommen, denn da kommen wir gleich zu, die haben ein ganz interessantes Prinzip bzw. Dingens. Devolo ist übrigens ein deutsches Familienunternehmen aus Aachen. Also man unterstützt auch noch deutsche Wertarbeit sozusagen. Die sind sehr innovativ und diese Powerline-Adapter, ihr kennt das ja, Internet per Steckdose, ne, vom Router in so einen Adapter in die Steckdose, dann den Adapter in die andere Steckdose stecken und dann mit dem Internetkabel dann verbinden. Das funktioniert hier schon ganz gut und da bin ich gespannt, ob das hier auch so eine tolle Lösung ist, denn das ist sozusagen eine Kombilösung. Die Situation bei mir im Haus ist folgende. Wie gesagt, Sohn unten fast nichts, Terrasse fast nichts, Wohnzimmer okay, hier natürlich am Router super, im Büro habe ich E-Kabel liegen und wie gesagt, ganz unten ist eigentlich gar nichts und deswegen wäre ich echt froh, wenn wir das Teil hier ein bisschen Abhilfe verschafft. Und das will Abhilfe verschaffen. Was verspricht dieses Mesh WLAN 2 denn überhaupt? Erstmal eine Plug-and-Play-Installation. Das heißt, sehr, sehr einfache Installation. Und während ich jetzt hier drüber spreche, habe ich das natürlich schon ausgiebig getestet. Und, aber da kommen wir gleich noch zur Installation, wie das geht. Vielleicht blende ich auch mal ein paar Screenshots ein. Und wir machen nachher auch ein paar schöne Geschwindigkeitstests vorher und nachher. Also das Ding bietet Plug-and-Play. Ne? Funktioniert sehr, sehr einfach. Typisches Triband-Internet, einmal per Powerline, einmal über die Steckdose per Ethernet, weil hier unten sind zwei Ethernet-Ports dran, dann 2,4, das übliche WLAN, 2,4 GHz, 5 GHz, das etwas schnellere, WPA3-Verschlüsselung, also höchste Sicherheit, State of the Art heutzutage bei WLAN-Geschichten. Und was es verhindern möchte, ist, dass es keine Sticky Clients gibt. Sticky Clients, das ist sowas, wenn du hier zum Beispiel irgendwo noch einen Repeater im Haus hast, die ja auch eher leidlich funktionieren, dass du dann mit dem Handy noch in dem einen drin hängst, aber das schwache WLAN hast und das neue, wo es dann stärker wäre, kommt einfach nicht, schaltet einfach nicht um. Das ist hier
in dem Produkt hier so, dass es eine automatische Übergabe des Access Points gibt, also dieses Access Point Steering, Fast Roaming, also keine Sticky Clients, so nennt sich das. Dann das MIMO, ja, ist sowas Ähnliches, habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört hier, so bei den iPads oder so ist das auch am Start. Multiport-User, Multi-Input, Multi-Output, was heißt das? Da könnt ihr ganze Menge User dranhängen an so einem WLAN, bis zu 100. Dann Multi-Input, also rein, und Multi-Output raus. Ne? Das, wie gesagt, das System hier ist schnell eingerichtet übers Smartphone, über eine App, die einfach total einfach zu bedienen ist. Oder es gibt natürlich auch eine Software für den PC und den Mac. Ne? Die Idee der ganzen Geschichte ist folgende. Ihr habt vielleicht den alten Router von Vodafone, von der Telekom oder vielleicht noch selbst einen alten Router und möchtet den vielleicht nicht ersetzen. Hier bietet dann dieses System die Möglichkeit, aber das WLAN zu ersetzen und sogar noch über die Ethernet-Porte auch ein bisschen ja, kabelgebundenes Internet zu den Orten zu bringen, wo die eingesteckt werden. Am Ende des Tages ist es eigentlich ganz einfach. Wenn ihr dieses eingerichtet habt, dann könnt ihr das WLAN des Routers ausschalten und das WLAN, dieser Adapter übernimmt dann das WLAN im Haus. Der Router bleibt aber ganz normal bestehen. Das heißt, eure Smart Home Geräte funktionieren weiter. Ihr müsst keine Passwörter ändern, ihr müsst nichts neu einrichten. Alles funktioniert seamless, würde ich mal sagen, so wie Apple das immer sagt. Also, ich habe mir mal so ein bisschen Notizen gemacht. Die einzelnen Adapter werden wie in der App beschrieben. Also, ihr macht die App auf, dann steht da, was ihr machen müsst. Ihr müsst einfach nur den Schritten folgen und die werden dann in die Steckdose gesteckt. Sie haben zwei Ethernet-Anschlüsse. Dann haben Sie natürlich das, was sehr wichtig ist, eine Steckdose zum Durchleiten. Ja, da kommen wir dann auch nachher noch zu bei den Tipps. Ja, die solltet ihr auch benutzen. Und damit belegt ihr sozusagen keine Steckdose, sondern leitet die durch. Dann wird der Adapter, ein Adapter, kommt zum Router an die Steckdose. Der wird dann mit dem Ethernet-Kabel an dem Router angebracht. Dann braucht man nur noch den Installationsschritten zu folgen. Die Adapter werden in weitere Steckdosen gesteckt nacheinander. Dann bilden sie ein Netzwerk über Mesh-WLAN. Die Einstellungen werden, wenn ihr eine WPS-Taste am Router habt, dann automatisch per WPS übernommen. Oder ihr könnt sie, wie ich das zum Beispiel jetzt gemacht habe, einfach manuell eingeben. Das war auch vollkommen unproblematisch über die App, über das Handy. Und danach kann dann das alte WLAN des Routers ausgeschaltet werden und alles funktioniert danach wieder ohne Probleme. Und ob das bei mir so war, na, das werden wir dann gleich in den Speed-Tests, in den Beispielen erfahren. Ich habe unten mal so ein paar Speed-Tests vorher und nachher gemacht. Ich wollte einfach noch dazu sagen, was man dann so alles dann beachten muss, wenn man diese Sachen einrichtet. Da sind so ein paar Sachen zu beachten. Natürlich bei WLAN immer die Position des Adapters. Wenn ich das Teil hier irgendwo hinter den Schrank hänge oder am besten noch hinter den Kühlschrank oder wo noch Wasser ist oder sowas, Wasser ist so eins der größten Störfaktoren bei WLAN, dann kann das natürlich nicht die volle Leistung erzeugen. Ihr müsst da so ein bisschen taktisch vorgehen und es ist auch nicht alles Gold, was glänzt, aber ich kann euch verraten, es ist schon nicht so schlecht. Und ich habe mir hier mal ein paar Notizen gemacht, auf welche Probleme bzw. auf welche Sachen ich gestoßen bin. Denn die Weitergabe des Internets per Powerline, was ja im Grunde genommen dieses System hier macht, das Internet wird per Powerline weitergegeben an die verschiedenen Adapter und danach dann dort per Mesh sozusagen im Haus verteilt. Ich blende mal so eine Grafik ein. Normalerweise habe ich ja hier den Router, der einfach nur hier in dem Raum abstrahlt und dann irgendwann hört die Abstrahlung auf und ja, wird immer schlechter und bricht dann irgendwann ab. Dieses Mesh-WLAN, das kann ich jetzt unten zum Beispiel beim Tim im Zimmer einen Adapter installieren, einen hinten im Wohnzimmer. Dann habe ich alle Etagen, so wie auf der Grafik beschrieben, so abgedeckt und dann wenn ich dann durch dieses Haus mit meinem Gerät und meinem Smartphone laufe, dann wird automatisch durch dieses Verhindern der Sticky Clients, durch dieses Roaming sozusagen, automatisch von einem an den anderen Access Point übergeben. Und da hängt es natürlich extrem davon ab. Ne, direkt hier am Router, direkt am Router habe ich natürlich die höchste Geschwindigkeit, auch bei dem Powerline-Adapter am Router habe ich die
beziehungsweise bei dem Mesh-WLAN-Adapter habe ich die höchste Geschwindigkeit auch im WLAN-Bereich. Da kommen wir gleich noch zu den Messungen. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel alte Hausleitungen habe, ein altes Haus, alte Stromleitungen, hier ist ein Teil des Hauses 100 Jahre alt, der andere Teil ist aus den 60er Jahren, dann ist es halt so, dass nicht mehr alles hinten ankommt. Ich habe jetzt hier ein Gigabit und da kommt natürlich erstmal sowieso nicht ein Gigabit raus bei Vodafone, sondern sagen wir mal vielleicht 900, wenn ich Glück habe. Und hinten am Fernseher, da beim Devolo, da kommt dann so um die 100 per Ethernet raus. Und wenn wir das WLAN gleich mal messen, werdet ihr sehen, es hängt also sehr von den Leitungen ab. Denn der WLAN-Adapter kann natürlich nicht mehr weitergeben, wie die Leitung hergibt, die Stromleitung, das ist klar. Aber ich kann euch sagen, es gibt doch im äußeren Bereich, wo der WLAN-Empfang sehr, sehr schlecht ist, doch einiges an Verbesserungen. Naja, bei den Steckdosen, die weit entfernt liegen und noch alte Leitungen haben, kann das auch weniger sein. Das ist halt so. Das müsst ihr einfach ausprobieren. Da müssen wir auch mal verschiedene Steckdosen ausprobieren. Ne? Also ich habe jetzt hier ein Beispiel gemacht bei mir. Vorher und nachher. Ne? Da habe ich zum Beispiel hinten am Apple TV über den Devolo 500er Adapter ohne WLAN kommen so 50 Megabit raus, was über Kabel, allerdings nicht über WLAN, was dann vollkommen ausreicht für meine Geräte, für mein Streaming, für mein Netflix und so weiter. Ne? Dann hatten wir das große Problem hier in dem Haus, Tims Zimmer unten, ne, wenn der unten Counter-Strike am Zocken ist oder sonst irgendwas, der hat WLAN, hat er mal so 5 Mbit, gerade so. Ne? Und nach der Installation des Adapters hier, hatte er 20. Ne? Ich blende immer jetzt hier rechts mal kurz immer so, ich habe so einen WLAN-Test dann gemacht mit dem iPhone und blende mal ganz kurz die Ergebnisse ein. Und das ist ja schon mal eine Vervierfachung. Das ist zwar immer noch keine 500 Mbit, aber das ist natürlich der alten Leitung unten geschuldet. Da kommt dann eigentlich auch nicht allzu viel mehr raus. Da müsste ich vielleicht mal eine neue Stromleitung verlegen. Müssen wir mal gucken. Dann im Gästezimmer hier, beziehungsweise oben im Gästezimmer, hatte ich vorher 35 Mbit und habe jetzt 125 Mbit. Ne? Also auch eine gute Vervierfachung, würde ich fast sagen. Im Wohnzimmer fällt das natürlich nicht so extrem auf, weil ich natürlich ein bisschen in der Nähe vom Router bin. Da hatte ich vorher 27 Mbit und habe jetzt 42, aber auch ein bisschen, also dann auch schneller. Und am Router ist es halt so, das war mir eigentlich klar, dass der Router, das ist ein Asus-Router hier, der eigentlich auch ganz gut ist, habe ich hier, wenn ich jetzt hier sitze mit meinem iPhone, habe ich so knapp 497 Mbit und habe dann, weil der Adapter hier hinterm Schrank sitzt, aber immerhin noch 300 Mbit, was für WLAN vollkommen ausreichend ist. Also da bin ich, den Kompromiss gehe ich ein, weil hier sitze ich eh am seltensten. Und aber auf der Terrasse zum Beispiel hinten, ne, hatte ich auch nur 16 Mbit und jetzt habe ich 43. Und dann kann ich da auch mal richtig schön was streamen und vielleicht sogar auch mal einen YouTube-Stream machen, was ich eigentlich immer mal vorhatte, ohne da jetzt ein Kabel hinzuziehen oder sonst irgendwas oder LTE zu benutzen. Also ihr seht, das Teil bringt Abhilfe, es leistet keine Wunderdinge, denn es kann immer nur die Geschwindigkeit weitergeben, die aus der Steckdose auch weitergegeben wird vom Router. Kommen wir zum Fazit. Möchte man wirklich jetzt in Problembereichen im Haus das WLAN verbessern, dann ist das hier eine absolut geniale Lösung zusätzlich zu dem Router, den man schon hat. Und man bekommt wirklich in die hintersten Winkel des Hauses, gesetzt den Fall, dass die Stromleitungen einigermaßen gut sind, oder sagen wir mal so, man verbessert sein WLAN eigentlich in 99% der Fälle. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja, also das ist wirklich hier so gewesen und ich habe ein altes verwinkeltes Haus, da kann ich für fast schon garantieren. Wo man darauf achten muss, ist, dass die alten Devolo-Adapter, also die alte Powerline, die 500er, 650er, die sind nicht kompatibel mit dem System. Jetzt habe ich hier aber natürlich unten schon Ethernet-Anschlüsse dran, damit kann ich arbeiten. Möchte ich noch zusätzliche haben, weil ich zum Beispiel im Wohnzimmer hätte gerne vier, dann werde ich mir noch so ein Devolo, noch einen zusätzlichen Adapter, der damit kompatibel ist, dann halt zulegen und habe dann ein perfektes System. Und ich denke mal,
Da könnt ihr natürlich auch wirklich aus dem vollen Portfolio von der Firma hier schöpfen, von Devolo, weil die machen echt geniale Produkte. Ich bin echt total zufrieden mit den Adaptern, die ich bis jetzt hatte. Und auch das hier wird jetzt mein Haus sehr bereichern. Ne? Wie gesagt, man muss ein bisschen mit Kompromissen leben. Ne? Zum Beispiel, dass jetzt hier ein bisschen langsame Geschwindigkeit direkt am Router ist, aber 300 gegenüber 500, da kann ich mit leben. Der Preis ist, sagen wir mal, wahrscheinlich angemessen für die Technik, aber doch schon, sagen wir mal, im höheren Bereich angesiedelt. Nur wenn ihr natürlich jetzt einen totalen Top-Router kaufen wollt, einen Top-Router mit Mesh-Repeater, dann seid ihr bei 300 bis 500 Euro. Und hier sind wir bei diesem Dreier-Kit. Gibt es auch als Zweier-Kit, vielleicht reichen ja auch zwei erstmal. Also das Dreier-Kit kostet 3,49. Das ist natürlich eine Ansage, aber das ist natürlich, wie gesagt, auch die Powerline-Adapter, die waren nicht günstig gewesen, aber ich habe sie so zu schätzen gewusst oder mittlerweile, ich kann eigentlich gar nicht mehr wegdenken. Deshalb, das ist eigentlich eine Investition für die Zukunft. Die Software wird auch immer upgedatet. Devolo hat einen super genialen Support, das konnte ich selber schon erfahren. Also da kann ich euch ohne Probleme ja, raten zu diesem System. Ihr müsst aber überlegen, ob ihr den Preis zahlen wollt. Und ihr müsst vielleicht auch wirklich dann testen, ob die Leitungen euch das bringen, was ihr euch erwartet. Ne? Sonst ist vielleicht das Geld zu viel. Auch wenn ich das Set hier von Devolo zur Verfügung gestellt habe, ist das natürlich meine absolut persönliche Meinung. Und wenn da irgendwas im Argen liegt, das habe ich euch ja auch jetzt gesagt, wenn die Leitungen nicht stimmen, je nachdem, wie es im Haus bei euch aussieht, dann ist das vielleicht nicht das richtige System. Habt ihr jetzt ganz viele Devolos da im Einsatz aus der ersten Generation und wollt nicht unbedingt wieder noch upgraden, um noch mehr Kosten zu generieren, dann müsst ihr mal überlegen, ob ihr dann vielleicht doch auf gutes WLAN verzichtet, weil es halt doch eine Kostenfrage am Ende des Tages ist. Aber das Produkt ist wirklich, wirklich gut und ich kann das wirklich freien, guten Gewissens empfehlen. Und wie gesagt, ich review nur Sachen hier, die ich auch selbst benutze und auch länger selbst benutze. Und ich habe das jetzt eine Zeit lang im Einsatz gehabt, habe es jetzt natürlich jetzt hier vor das Video mal wieder abgesteckt. Und was auch total einfach ist, Plug and Play, ihr zieht einfach, wenn ihr jetzt unten, wenn ihr jetzt WLAN vielleicht mal irgendwo im Garten braucht, dann holt ihr so ein Ding mit und steckt das unten in die Steckdose. Wenn die Steckdose im selben Stromkreislauf ist wie das Haus, kein Problem, dann habt ihr ein WLAN im Garten. Also von mir ist das auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Jetzt kommen vielleicht noch ein paar wichtige Tipps. Die Auswahl der Steckdose ist extrem wichtig. Ein weiterer Verbraucher an der Steckdose sollte, wenn überhaupt, nur in die Steckdose von dem Adapter reingepackt werden. Dann die Lage der Steckdose bzw. die Lage, wo der WLAN-Adapter angebracht ist, ist natürlich wie immer bei WLAN das Wichtigste. Wasserbetonwände und ruhig mal testen, so ein bisschen so verschieden. Da operieren, überall mal ein bisschen rumprobieren. Einrichtung ist auf jeden Fall total einfach über die App und über die Software am PC oder Mac. Also da müsst ihr euch auch gar keine Probleme machen. Das würden meine Eltern schaffen. Und dann würde ich sagen, Leute, das war's für die kleine, kurze, knackige Produktvorstellung. Ein wirklich gutes Produkt. Ich bin begeistert davon. Ich hoffe, ich kann dem einen oder anderen bei der WLAN-Schwäche mit diesem Tipp hier helfen. Probiert es doch einfach aus. Ich glaube, wenn ihr es bestellt, auch bei Amazon, habt ihr ja auch die Möglichkeit, es wieder zurückzugeben, wenn es wirklich überhaupt nicht passt, wenn eure Stromleitungen nicht funktionieren. Die Möglichkeit hat man ja heutzutage, aber ich garantiere euch, 99% von euch werden das Teil hier nicht zurückschicken. Ja, nochmal danke an Devolo. Gerne immer wieder was vorbeischicken, wenn ihr was zum Testen habt. Ihr habt gute Produkte und deutsche Familienunternehmen werden auf jeden Fall von mir unterstützt. Das war's für heute fürs Technik Review. Das nächste Video wird sein ein kleiner Trip mit der irischen Lady, mit der Fuji XT4, die mich übrigens gerade hier filmt, hier bei mir im Esszimmer, nach Luxemburg. Da habe ich ein bisschen neues Objektiv ausprobiert und ein bisschen die Lady beim Shopping begleitet und auch ein paar schöne Bilder aus Luxemburg für euch gemacht. Also, macht's gut, haut rein und gebt der Sache mal eine Chance oder testet es einfach mal. Macht's gut, haut rein und tschüss.